kein Scheiß, das ist absolute Realität im Mittleren Westen. Auf einmal, warum ist es legal? Und warum? Weil nämlich aus nicht den Ecken, wie wir jetzt hier alle sitzen, die ganzen Forderungen kamen, sondern weil von den fucking konservativen Politikern auch mit in das Rohr gestoßen wurde. Wenn wir jetzt nämlich bei 40% sind, dann brauchen wir noch genau irgendwoher diese 20%, weil wenn 60% der Deutschen sagen, wir wollen das, dann wird man merken, den Teufel tun und sich gegen die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Das hat sie noch nie gemacht. Und genau deswegen sage ich, dass man im Prinzip, ich bin ganz bei dir, was den Inhalt angeht von dem Programm. Ich sage aber, dass wenn man zum Beispiel hergehen würde und sagen würde, man rechnet mal als Modell durch, wie viel diese ganzen Cannabis-Social-Clubs in Deutschland an Strom zahlen würden. Die Ökosteuer haben wir in Deutschland immer noch zwischen Strompreisen wie in Frankreich, in anderen EU-Ländern, und da kommen Steuern rein. Das ist die Hauptausgabequelle, wenn man das Indoor anbaut, da kommt richtig Steuergeld rein. Und wenn man aus der Zahl eine Tabelle noch machen würde, dass man denen wirklich den Sabber in den Mund zeigen kann, und das ist, was euch entgeht, und das ohne Besteuerung, ohne Bürokratie, ohne sonst was. Und zwar wirklich auf eine Zahl kommt, die greifen können. Die haben doch alle Bock auf Geld. Und das ist das, was in Colorado gewirkt hat. Wenn die sehen, scheiße, das lohnt sich für uns, dann haben die da Bock drauf und dann ziehen die mit. Und das, unsere Frage müsste doch eigentlich sein, wie kriegen wir ein geiles System so dargestellt und so verkauft, dass auch die Bock drauf haben, die jetzt noch gar nicht wissen, wie geil es ist. Also ich nehme wollen, ja. Ja, aber deswegen muss man sich nicht immer verbiegen, sondern die Frage ist halt, ob man damit verdient. Die Frage ist zum Beispiel, was möchtest du eigentlich als Konsument? Weil wenn du natürlich den Markt. Als Konsument ist es ja, als Konsument ist es ja. Wenn du sagst, lass uns das Geld möglichst groß machen. Es geht nicht darum, das groß zu machen. Es geht darum, das den richtigen Leuten so zu erklären. Weißt du, hier sind alles Leute, die aus einem ganz anderen Grund das Buch sind. Wenn du jetzt aber mit dem CSU-Obrigkeit von dir sprichst, dann werden wir. Aber jetzt genau darum geht es. Dieses Konzept ist konservativ optimiert. Genau. Über dieses Konzept kann ich mit einem Konservativen reden. Und wenn der Konservative hier noch sieht, dass in dem Konzept nicht alles passt. Ich rechne in der Volkswirtschaft. Ja, ich kläre auch die Leute auf, sozusagen, schaut mal mit dem Geld, was zurzeit nicht akkumuliert werden kann, was irgendwo verschwindet, was Leute, die irgendwo in der Hand leben, verschwenden müssen, anstatt eine echte Maschine draus zu machen oder für ein echtes Gewerbe Miete zu bezahlen oder einen Mitarbeiter zu bezahlen. Und das sind riesige also das muss ich schon, Darstellung ist die folgende, hier in dem Konzept, auf der kleinen Übersicht, da stehen 5 Arbeitsplätze und meine Prognose oder das, was wir ausgerechnet haben, ist im Prinzip pro 20.000 Einwohner ein Kilometer. Also rechne das mal hoch. Und das ist eine valide Einheit bei Politikern, so und so viele Arbeitsplätze. Und das kann sozusagen jeder auf seine Stadt umrechnen, auf seinen Landkreis, auf sein Bundesland. Alle 20.000 Bewohner ungefähr, also Nürnberg ungefähr 25 plus, mal 5 Arbeitsplätze, 125 Arbeitsplätze. Ist doch klar, der durchschnittliche Arbeitsplatz, aber das heißt der sozusagen, das weiß der normale Politiker, der durchschnittliche Arbeitsplatz bringt so und so viel Steuern. Genau, dann kannst du die Ökosteuer noch einrichten, dann kannst du rechnen, was in der Dekriminalisierung einer Gefängniskosten etc. dann eben ausfällt. Die Zahl wird doch viel größer als das, was da kommt. So ist darzustellen, das ist so. Leute, das ist ein never-ending Thema, was man alles darstellen kann. Ja. Was für eine Ersparnis wird man sich langfristig machen, wenn wir konsequent mit Handwerkstoffen denken. Ja. Ja, der Effekt kommt aber in 20, 30, 40 Jahren, wenn du das Ende vielleicht dreimal rausbasteln musstest und gemerkt hast, oh, das ist aber so möglich. Ja, ja, gut. Aber ich habe euch am Anfang erzählt, auch, dass es. Ich bin noch dran, ich weiß nicht, ob er auch nehmen kann. Du musst doch irgendwo ganz, ganz tief abholen. Also das ist kein Witz. Ein Haufen von denen glauben, dass Cannabis schon längst legal ist und dass keiner dafür bestraft wird. Ja, wirklich. Aber es ist nicht aus Jux und Dollar gesagt, die hat sich gewundert, die Frau ist wirklich noch über die Arbeit verfolgt wird. Was? Wie so eine kleine Menge?
Oh, du hast die Kurs. Ich habe.